Herzlich willkommen bei der Industry Forward Expo, unserem Industriefestival für den deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Christian Fischbach und ich begrüße hier und heute auf der Process Stage Harald Stahl von GEA. Grüß dich, Harald, schön, dass du bei uns Grüß bist. dich, Christian. Danke für die Einladung. Harald ist Senior Director Strategy and Innovation bei GEA und mit ihm und ihm geht es heute um Orphan Drugs, und zwar wie die Digitalisierung völlig neue Medikamente ermöglicht für kleinere Gruppen von Erkrankten, von potenziellen Erkrankten. Ich gehe gar nicht zu weit ins Detail. Dazu hat gleich Harald viel mehr und wesentlich kompetenter als ich zu sagen. An der Stelle ziehe ich mich erstmal raus und übergebe dir, Harald, die Process Stage für 20 Minuten zu Orphan Drugs. Wir freuen uns drauf. Okay, ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Christian, für die freundliche Anmoderation. Ja, ich möchte Ihnen was erzählen zu Orphan Drugs und welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt. Ich weiß nicht, wie tief alle in der Arzneimittelforschung, Arzneimittelentwicklung in der entsprechenden Sprache drin sind. Daher eine Folie zum Lebenszyklus eines Medikaments. In klassischen Fällen, also wenn es eben nicht Covid-Zeiten sind, dann gibt es vorne die Forschung, was hier Research ist. Dort werden neue Moleküle, Arzneimittel, Substanzen gefunden. API, Active Pharmaceutical Ingredient, ist der englische Term dafür. Dann wird das Ganze patentiert und dann braucht man noch mal etwa 7 Jahre Entwicklungszeit, bis wirklich ein Arzneimittel zugelassen wird. Was man auch wissen muss: Die Pharmaindustrie muss dort vorne etwa 10.000 Substanzen reinstecken, um ein Medikament zur Marktreife zu bringen. Und das kostet viele 100 Millionen Euro. Weltweit werden pro Jahr etwa 50 neue Medikamente zugelassen. Nicht mehr. Das ist das komplette Futter für die komplette Pharmaindustrie. Dann gibt es einen Patentschutz von dem Tag, wo das Patent erteilt wurde, bis zu dem Tag, wo es abläuft, von typischerweise 20 Jahren. Und das ist eben die Zeit, wo die Pharmaunternehmen, die das Patent angemeldet haben, Zeit haben, das Geld, was sie in die Entwicklung reinstecken mussten und vor allen Dingen eben, was sie auch in die Kandidaten reinstecken mussten, die nicht zugelassen wurden, die es nicht zur Marktreife gebracht haben, wieder zu verdienen. Dann endet die Exklusivität, das Patent ist zu Ende und dann kommt die generische Phase und dort dürfen Generikaunternehmen dann eben das Medikament auch entwickeln und auf den Markt bringen. Wir sehen dann Preiserosionen häufig von 90 oder auch 95% gegen die Originalpreise. Aber diese Firmen haben eben nicht diese 12 Jahre negativen Cashflow hier. Diese Firmen haben nicht die ganze Entwicklung, die haben nicht das ganze Risiko. Es ist also ein ganz, ganz, ganz anderes Businessmodell. Dieser Lifecycle von Arzneimitteln triggert einen Markt, der doch recht signifikant ist. Wenn man sich das hier anguckt, dann sieht man hier von 2012, also historisch, über heute, 2022, bis leicht in die Zukunft gucken, 2026, die Menge Geld, die auf der Welt ausgegeben wird für Arzneimittel. Das sind US-Dollar, beziehungsweise es sind Milliarden US-Dollar, Milliarden US-Dollar, die wir hier sehen. Um das mal auf eine Größenordnung zu bringen, da wo wir heute sind, diese etwas über 1 Trillion, das ist etwa das Bruttosozialprodukt von Mexiko, was das 15. größte Bruttosozialprodukt auf der Erde ist. Wenn man jetzt aber tiefer reinguckt, dann findet man einige interessante Sachen. Man findet einmal, dass dieser Markt mit über 6% Year on Year wächst. Warum kann man das so gut voraussagen? Weil diese Entwicklungszeiten so lang sind, ist sehr gut voraussagbar, wie die Umsätze in den nächsten Jahren aussehen werden. Und dann sieht man aber eine unterschiedliche Wachstumsdynamik. Man sieht, dass die Generika relativ langsam wachsen. Vorsicht natürlich für Anlagen- und Maschinenbauer, die sind viel billiger. Was wir hier sehen, sind Dollars. Das heißt, die Zahl von Tabletten, die Zahl von Ampullen, die dort produziert werden müssen, kann durchaus sehr, sehr groß sein. Nur in Dollar-Terms ist es eben nicht so gewaltig. Das, was mit Abstand am schnellsten wächst, ist dieser Bereich hier, die sogenannten Orphan Drugs.
Was sind Orphan Drugs? Wer nicht in dieser Szene unterwegs ist, hat den Begriff wahrscheinlich noch nie gehört. Orphan Drugs sind Medikamente, die Rare oder Orphan Diseases, Krankheiten, behandeln. Das Businessmodell der Pharmaindustrie war bis vor vielen Jahren: Wir suchen uns die Märkte, wo viel Geld vorhanden ist, Westeuropa, Nordamerika, Japan, gucken uns an, an welchen Krankheiten die meisten Menschen leiden, und dagegen entwickeln wir was. Das sind Aktiengesellschaften, die müssen ihre Aktionäre zufriedenstellen. Diese Bereiche waren aber irgendwann abgegrast. Da war nichts Neues mehr zu finden und damit ging dieses Feld an die Generikahersteller. Aber die großen Pharmafirmen, deren Businessmodell ist es nun mal, neuartige Behandlungen, Arzneimittel zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, müssen weiterleben. Und was haben sie dann getan? Sie haben ihre Strategie ganz strikt geändert und haben sich auf Krankheiten spezialisiert, an denen nur wenige Menschen leiden. Relativ wenige Menschen. Dort oben ist die Definition, also zum Beispiel in den USA dürfen es maximal 200.000 Patienten sein. Also ich muss das nicht alles vorlesen. Warum funktioniert die Logik trotzdem, obwohl es so ein kleines Patientenkollektiv ist? Die Zulassung ist einfacher, die Patentlaufzeit ist langsamer und die Preise pro Tablette, pro Arzneimittel, pro Kapsel, pro Vial sind deutlich höher als bei klassischen Arzneimitteln, weil die Entwicklungskosten eben auf viel weniger Einzeldosen wieder verteilt werden müssen. Orphan sind die Waisenkinder und Orphan sind eben auch die Krankheiten. Denn die ethische Logik dahinter ist, naja, niemand sollte eine Behandlungsmöglichkeit vorenthalten werden, nur weil es nicht gleichzeitig noch genügend andere Menschen gibt, die an der gleichen Krankheit leiden. Und wie massiv das ist, der wichtigste Markt für die Pharmaindustrie sind die USA. Und dort gibt es die allmächtige FDA, die amerikanische Arzneimittelbehörde, und die veröffentlichen jedes Jahr, was sie zugelassen haben. Und in diesen drei Diagrammen von den letzten drei Jahren ist gezeigt, wie groß der Anteil der Orphan Drugs war. Das ist also relativ stabil, so immer um die 50% rum. Das heißt, die Hälfte aller neu zugelassenen Arzneimittel behandeln seltene Krankheiten und damit kleine Patientenkollektive. Und wenn wir uns das etwas en Detail nochmal angucken, dann sehen wir, dass dieser Markt, der Markt für die Orphan Drugs, nicht mit 6, irgendwas Prozent pro Jahr wächst, sondern mit 11, irgendwas Prozent. Das ist also sehr, sehr wichtig für die, die sich in diesem Markt bewegen. Zum Beispiel für Firmen wie die GEA, die Anlagenbauer ist. Wir bauen die Maschinen, die Anlagen, wir designen sie für die Firmen, die Arzneimittel herstellen. Aber diese Firmen, die eben diese Orphan Drugs entwickeln und herstellen, haben andere Anforderungen als die Firmen, die zum Beispiel Paracetamol-Tabletten oder Aspirin-Tabletten herstellen. Wenn man jetzt etwas weiter guckt und versucht, Zahlen dahinter zu kriegen, dann gibt es hier eine Grafik, die zeigt tatsächlich, wie viele Patienten in den USA, und man darf etwa ausgehen, dass die Hälfte des Patientenkollektives wirklich behandelt wird. Und dann sieht man hier eine Häufung zwischen 10.000 und 20.000 Patienten für die verschiedenen Behandlungen. Das ist die Menge, die hergestellt werden. Oder von Menschen, die behandelt werden müssen, und damit die Menge, die hergestellt werden muss. Das sind also wirklich kleine Mengen. Wenn wir annehmen, 15.000 Patienten, jeder muss jeden Tag zwei Tabletten nehmen und wir verdoppeln es nochmal, weil die USA nur der halbe Markt ist, dann sind wir bei 60.000 Tabletten. Das macht eine normale Tablettenpresse in 10 Minuten. Also nicht in 24 Stunden. Das heißt, wir haben ganz andere Anforderungen. Und wenn man sich die Firmen anguckt, dann sehen wir, dass viele etablierte große Firmen, also Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson, Roche, also die ganz großen des Pharma-Business, einen signifikanten Anteil im Orphan-Drug-Business haben und dass es sogar Firmen gibt, wie zum Beispiel Vertex hier hinten, die ausschließlich dort unterwegs sind, die also ein ganz anderes Businessmodell haben. Jetzt habe ich eben gesagt, diese Arzneimittel haben andere Anforderungen, als wie wenn ich in diesen Massenmärkten von Paracetamol oder von mir aus auch Viagra oder anderen Produkten unterwegs bin, Blutrücksenker, Antibabypillen, was in riesigen Mengen hergestellt wird, wo Milliarden von Tabletten pro Jahr hergestellt werden. Wenn ich in diese kleinvolumigen Sachen komme, dann ist nicht Durchsatz,
mein größtes Problem oder meine größte Herausforderung, sondern diese vier Themen hier sind wirklich von großem Interesse. Es ist Ausbeute. Das, was ich vorne in meinen Prozess reinstecke, Pharmaherstellung, zum Beispiel wenn wir Tabletten herstellen, sind verschiedene Pulver, die vorne reinkommen und hinten kommen Tabletten raus. Und ich möchte 100% Ausbeute haben. Ich möchte nicht, dass was auf den Oberflächen hängt. Ich möchte nicht, dass ich hinterher irgendwas wegwaschen muss. Ich möchte nicht, dass ich Tabletten produziere, die das falsche Gewicht haben oder dass ich Tabletten aus dem Prozess rausnehmen muss, um in Prozesskontrollen zu machen. All das möchte ich nicht. Ich möchte, was ich vorne reinstecke, hinten verkaufen können. Denn es muss uns klar sein, viele dieser Tabletten, zum Beispiel wenn wir bei Tabletten sind, haben Verkaufspreise, die bei einigen hundert, manchmal auch einigen tausend Dollar pro Tablette liegen. Daher auch dieser stilisierte Diamant hier. Wir reden über Tabletten, die den Gegenwert von lupenreinen Diamanten haben. Das muss einem bewusst sein. Das ist ein ganz anderes Business, als ob man dort unterwegs ist, wo großvolumige Schmerzmittelproduktionen stehen. Bayer zum Beispiel in Deutschland macht Aspirin in 1,6 Tonnen Chargen. Jede einzelne Charge. Das ist also eine ganz andere Welt. API, ich möchte auch für die Entwicklung und für die Produktion möglichst wenig Wirkstoff brauchen. Denn da ist nicht über Jahrzehnte eine Syntheseoptimierung gelaufen, sondern das ist extrem teuer, diesen Wirkstoff herzustellen. Die Zeit, bis ich auf den Markt komme, ist sehr, sehr kritisch. Das ist immer kritisch, diese 12 Jahre, die wir dort eben gesehen haben. Aber wenn ich eben in einem Spielfeld unterwegs bin, wie hohe Cholesterinspiegel, wo in Nordamerika, Westeuropa einige 100 Millionen Menschen drunter leiden, dann ist Platz für viele Player. Aber wenn ich eine seltene Krankheit behandeln möchte, wo nur, keine Ahnung, 20.000 Patienten auf der Welt sind, dann möchte ich dort nicht der Zweite oder der Dritte auf dem Markt sein. Dann ist ganz wichtig, dass ich der Erste bin. Und ich brauche sehr viel Flexibilität, denn ich werde damit kaum eine große Monoanlage auslasten können, wo ich von Januar bis Dezember immer die gleichen Ibuprofen-Tabletten herstelle. Was bedeutet das jetzt? Naja, also der große Durchbruch bei dem Ganzen war die Möglichkeit, etwas kontinuierlich herzustellen. Also nicht diese Chargenprozess, Container, Chargenprozess, Container, Chargenprozess, Container, was klassisch ist. Und das macht man im kleinen Maßstab, 500 Gramm, dann macht man es im größeren Maßstab, keine Ahnung, 20 Kilogramm für klinische Versuche und dann macht man es im Produktionsmaßstab. Das dauert endlos, man hat Scale-up, man hat jede Menge Verluste, man muss immer wieder testen bei jeder Unit Operation, tut die, was sie kann oder tut sie es nicht. Wenn ich Conti arbeite, also diejenigen von Ihnen, die einen Hintergrund in der Chemieproduktion, in der Lebensmittelproduktion haben, werden sagen, ja, was erzählt er denn da? Das ist völlig selbstverständlich. Für Pharma war das eine absolute Revolution. Wenn ich also dort oben alle Rohstoffe habe, die werden dosiert in bestimmten Raten, Kilogramm pro Minute oder so irgendwas, werden inline gemischt, werden inline granuliert eventuell, werden inline verpresst und beschichtet, wenn notwendig. Und die Durchsatzzeit wird 90 Minuten. Das ist das eine. Das andere ist aber, ich kann das Ding 2 Minuten laufen lassen, dann habe ich einen Rezepturpunkt und nochmal 2 Minuten und nochmal 2 Minuten. Das heißt, mit einer sehr kleinen Menge kann ich die Rezeptur entwickeln. Ich habe auch kein Scale-up. Ich lasse diese Anlage 1 Stunde laufen, dann mache ich meine Klinikmusterfertigung. Und irgendwann habe ich dann die Routineproduktion, wo ich das Ding 24/7 laufen lasse und da produziere ich meine Marktware. Was ich aber auch tue, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil des Titels, wie moderne elektronische Möglichkeiten das überhaupt ermöglichen. Ich nehme nicht mehr ständig eine Probe und gucke, wie ist die Feuchte, wie ist dies, wie ist das, sondern ich nutze moderne analytische Messsysteme, um alle kritischen Prozessparameter immer wieder im Prozess abzuprüfen und gegebenenfalls über Feedback-Loops, Feed-Forward-Loops, korrigierend in die Prozessparameter einzugreifen, so dass ich ganz sicher bin, dass das, was diese Anlage produziert, auch die Qualitätskontrolle übersteht. Und ich spare eben jede Menge Schritte in der Inprozesskontrolle. Wenn ich eben nur ein paar tausend Tabletten herstelle, dann tut es mir, und da kostet jede den Preis eines Diamanten, dann tut es mir sehr, sehr weh, wenn ich davon einige rausnehmen muss und muss sie zerstörend prüfen.
was ich eben gesagt habe, ich kann schneller entwickeln, ich kann mit weniger Material entwickeln. Das sind zwei Folien, die müssen wir uns nicht im Detail angucken. Die eine ist von der Firma Roche, die andere ist von der Firma Vertex. Die haben eben gezeigt, dass sie, ConSigma heißt diese Anlage, die kontinuierlich arbeitet, also mit viel weniger Wirkstoff und viel schneller das entwickeln können. Und ich habe drei Folien zurückgezeigt, warum das so kritisch ist. Wie viel Geld man damit sparen kann und wie viel Zeit man damit sparen kann. Man kann noch eine Nummer weitergehen, denn heutzutage leben wir in der Zeit, wo man vieles in Rechnern simulieren kann. Man kann die Prozessparameter, die Verfahrensparameter mit sogenannten Digital Twins, mit digitalen Zwillingen der Anlage optimieren. Das heißt, man simuliert die Anlage im Rechner, man macht einen Versuch, um zu testen mit einem Placebo, ob die Simulation mit der Realität übereinstimmt. Und dann optimiert man. Man verändert die Bedingungen im Rechner, ohne kostbare Substanz einsetzen zu müssen, bis man relativ sicher ist, dass man tatsächlich die optimalen Bedingungen gefunden hat. Die repliziert man in der realen Welt nochmal mit einem Placebo. Und erst dann gehe ich wirklich mit meinem kostbaren Wirkstoff dorthin und produziere ihn bei optimalen Bedingungen. Auch das ist eben viel, viel kritischer, wenn ich ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend Dollar pro Kilo Wirkstoff habe, als wie wenn ich in der Paracetamol-Welt unterwegs bin. Dann gibt es den Trend, ich kaufe mir teurere Rohstoffe und vereinfache dafür aber den Prozess. Rohstoffe, die viel stärker standardisiert sind, die viel besseres Fließverhalten haben. Und dann ist das, was Sie hier vor sich sehen, die komplette Fabrik. Da oben gibt es alle Rohstoffe, die werden inline dosiert, inline gemischt, verpresst und rauskommen sie. Weil die so gut charakterisiert sind, die sind natürlich teurer pro Tablette, aber das ist kein großer Beitrag. Und bei der relativ kleinen Zahl ist das eine gute Strategie. Und wie man das alles zusammenführt, möchte ich Ihnen hier an einem Beispiel der Firma Pfizer zeigen, einem der größten Arzneimittelhersteller der Welt. Die haben vor einigen Jahren dieses Video hier online gestellt. Und ja, schauen Sie sich das einfach mal an, das sind etwa 2 Minuten. Ja, Sie haben also gesehen, was ein wirklicher Riese wie Pfizer aus all diesen Möglichkeiten macht. A, dass Sie eben bestätigen, es gibt heute ganz andere Anforderungen, dass Sie eben auch auf diese kontinuierliche Technologie umschwenken. Sie finden ganz offiziell auf der Pfizer-Website, dass Sie vorhaben, 70% des feste Arzneiformen-Portfolios auf Continuous umzuswitchen. Und
zusätzlich eben die Möglichkeit, dadurch, dass man das alles so klein bauen kann und dass man eben diese kurzen Durchlaufzeiten hat und nicht riesige Korridore, wo Zwischenprodukte stehen, das alles in diese Container reinzupacken und damit das mobil zu machen. Das ist also die letzte Idee, die dann dadurch wieder ermöglicht wird, dass man diese modernen Technologien inklusive natürlich dieser intelligenten Steuerung und Überwachung dieser Prozesse auf diese kontinuierlichen Technologien übertragen kann. Gut, damit sind dann meine 20 Minuten auch schon um. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten ein paar interessante Einsichten in die Welt der Orphan Drugs und was da inzwischen für technische Möglichkeiten bestehen. Und dann freue ich mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank und ja, das war's von meiner Seite, was den Vortrag angeht. Ja, vielen Dank, Harald, auch schon mal von mir. 20 Minuten sind immer wahnsinnig schnell um, wenn man ein spannendes Thema hat. Und das ist ja tatsächlich etwas, was viel bewegt, viel zu bewegen scheint. Ich habe schon einige Fragen unserer Zuschauer bekommen. Ich fange mal an, ja, mit den allgemeineren. Du sprachst davon, Frage, warum ist bei Orphan Drugs the time to market so kritisch? Ich habe es ganz kurz anklingen lassen, aber vielleicht noch mal etwas expliziter. Es ist eben so, dass bei Orphan Drugs das Patientenkollektiv, was einfach meine potenziellen Abnehmer sind, viel, viel kleiner ist. Ich habe das Beispiel von Vertex gebracht. Das waren die ersten, die ein vollkontinuierlich hergestelltes Produkt zugelassen bekommen haben. Das Medikament ist gegen Cystic Fibrosis, Mukoviszidose. Und da gibt es etwa 90.000 Patienten auf der Erde. Das Ganze bei 300 Euro pro Dollar pro Tablette kann man jetzt ausrechnen, was man damit erzielen kann, wenn man 60% oder 70% des Marktes bekommt oder der Patienten behandelt. Wenn man aber der Zweite oder der Dritte ist und vielleicht noch 8% oder 10% bekommt, dann rechnet sich das einfach nicht mehr. Es sind diese wirklich kleinen Patientenkollektive. Da ist kein Platz für 2, 3 oder 4 Spieler. Und deshalb muss man der Erste sein, denn wenn eine gute Idee einmal da ist, arbeiten verschiedene Firmen daran. Hätte ich auch, wo du das Patientenkollektiv ansprichst und die Größe, noch eine Konkretisierungsfrage. Du hast, wenn ich mich richtig erinnere, von 250.000 Patienten in der EU, also in roundabout einer halben Milliarde Menschen gesprochen, als obere Grenze dieses Korridors. Frage, wo liegt die untere Abgrenzung dieser Orphan Drugs und wodurch ergeben sich diese Grenzen? Ne, die Grenzen ergeben sich, also einmal die obere Grenze ergibt sich dadurch, dass die Pharmaindustrie mit den Behörden, mit den Health Cost Providern verhandelt hat vor einigen Jahren und gesagt hat, es kann einfach nicht sein, dass Menschen deshalb keine Behandlung bekommen, weil nicht genügend andere Menschen an dieser Krankheit leiden. Und dann haben sie gesagt, das macht Sinn für uns, das zu entwickeln, aber nicht, wenn nach 20 Jahren das Patent abgelaufen ist. Wenn es nur 10.000 Patienten gibt, dann könnt ihr uns nicht zwingen, eine klinische Studie mit 6.000 Menschen zu machen. Also wir brauchen einfachere Bedingungen. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass man sagte, okay, das sollt ihr haben, das ist auch ethisch gut, aber wir müssen da irgendein Limit drum machen. Und damit hat man definiert, wie viele Menschen maximal an so einer Krankheit leiden dürfen. Also oder andersrum, wie groß der Markt maximal sein kann, damit dieser Orphan-Drug-Status gewährt wird. Das ist das eine. Nach unten gibt es eigentlich die Abgrenzung zwischen Orphan-Drugs und irgendwann kommt man dann zu Personalized Medicine. Die meisten Orphan-Drugs behandeln Krankheiten, die erblich bedingt sind, wo also irgendein Gendefekt vorliegt. Und weil eben in beiden Elternteilen das rezessiv vorlag und eben dumm kombiniert worden ist bei der Zeugung, ist es jetzt irgendwo ausgebrochen. Und das hat bestimmte statistische Wahrscheinlichkeiten und damit landet man sehr häufig bei diesen Anzahlen. Darunter gibt es nochmal was, das heißt Personalized Medicine. Und da wird tatsächlich für einen einzelnen Menschen oder vielleicht für 20 Menschen eine wirklich ganz individuelle Arzneiform geschaffen. Da gibt es diese sogenannten CAR-T-Cell-Therapies. Das geht dann wirklich auf einen einzelnen Patienten. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, eine ganz andere Liga. Und das ist wirklich mehr oder weniger handgemacht. Da wird eine Probe genommen
von jemandem, der an einem bestimmten seltenen Typ von schwarzen Hautkrebs leidet. Diese Probe, da wird Magical Processing mitgemacht und dann wird was zurück in den Körper gegeben, was die Immunlibrary verändert. Und das Immunsystem des Menschen lernt dann, dass dieser Typ von schwarzem Hautkrebs etwas ist, was zu bekämpfen ist. Das ist aber absolut individuell für einen einzelnen Patienten und da kostet ein einziger Schuss von $500.000 oder so. Das ist überhaupt nicht automatisiert, absolut handgemacht und da werden vielleicht von den Riesen in der Branche wie Novartis zum Beispiel 2000 Patienten im Jahr behandelt. Mehr geht da nicht. Das ist also dann die Abgrenzung nach unten hin. Dann nochmal zu diesem regulatorischen Sonderstatus der Orphan Drugs, ich nenne es mal so. Ich glaube, EU und Nordamerika waren genannt in der Folie. Gibt es das Japan in auch. Allen wichtigen ja. Märkten? EU, Japan und Nordamerika haben solche Regeln eingeführt. In China gibt es solche Regeln zum Beispiel nicht. Also der chinesische Staat hat da diese soziale Ader nicht oder die sind noch nicht so weit. Warum auch immer, das müsste man andere Menschen fragen. Finden es erstmal notwendiger, das große Kollektiv ihrer Menschen mit Basic Medication zu versorgen, bevor sie sich daran begeben, ja auch für Nichterkrankungen wirklich Medikamente zu finden oder so. Und weil sie so teuer sind, werden sie auch nur sehr selten in diese Länder exportiert. Also wenn man sich das anguckt, wo das verkauft wird, dann ist es auch fast nur in den drei Märkten. Weil es so klein ist, gibt es auch kaum generische Kopien davon. Das lohnt sich für ein Generika-Unternehmen auch nicht. Dann nochmal zu dem Teil deiner Session, es darum ging, den Ausschuss im Produktionsprozess niedrig zu halten oder gegen Null zu treiben wegen der hohen Kosten. Du hast dann von Hunderten bis Tausenden Dollar pro Dosis oder pro Tablette gesprochen. Ja. Hier kommt jetzt die Frage nach, wie hoch ist da die Marge oder wie viel davon sind die Produktionskosten? Gibt's dann das ist ja, und ich habe früher mal für Schering gearbeitet und wir haben gesagt, das teuerste an 21 Antibabypillen ist in den Gestehungskosten wirklich die Pappschachtel. Das ist bei diesen Produkten aber durchaus nicht so. Also die lassen sich natürlich nicht unbedingt in die Karten gucken. Aber eine Tonne Paracetamol kann ich kaufen für $200 eine Tonne. Bei diesen Substanzen spricht man häufiger über 10.000 oder auch $50.000 pro Kilo Wirkstoff. Und man hat dann in der einzelnen Tablette einige 100 Milligramm Wirkstoff. Also das könnte man jetzt ausrechnen. Die Wirkstoffkosten sind sicher der eine große Kostenblock. Der andere Kostenblock sind eben die Entwicklungskosten, die wieder reinkommen müssen. Und es ist eben ein Unterschied, ob ich diese 500 Millionen, die ich für die Entwicklung verbraucht habe, auf 2 Milliarden Tabletten im Jahr umlegen kann oder auf 20 Millionen Tabletten. Das sind die beiden ganz großen Kostenblöcke. Und von daher ist natürlich eine Marge sehr schwer anzugeben an der Stelle. Also Pharmaunternehmen werden sie kaum wirklich Margenangaben für Einzelprodukte bekommen. Sie kriegen eben zusammengefasste Profitabilitäten der Pharmaunternehmen. Die sind nicht so schlecht, wenn sie gut geführt sind. Ja. Konkretisierung am Ende. Du hast gezeigt, dass Anlagen oder der digitale Zwilling im Grunde genommen einer Produktion, ich nenne es mal, eingemessen wird anhand von Placebos, die dann auf der Anlage laufen. Wie zuverlässig ist dieser Abgleich? Der Abgleich wird umso besser, je niedrig dosierter die Form ist. Also ich habe jetzt eben Antibabypillen genannt, das ist ein Beispiel, was vielen, glaube ich, wo man eine Vorstellung von hat. In der Antibabypille ist der Wirkstoffgehalt etwa 2%. Das heißt aber, das verfahrenstechnische Verhalten wird fast komplett von den Hilfsstoffen, von Laktose, von Stärke, von sonst was gemacht. Das heißt, dort wenn ich also die 2% weglasse und durch Laktose ersetze, werde ich sehr genau das Verhalten wieder treffen, was ich für die echte Substanzmischung habe. Wenn ich irgendetwas habe wie ein Antibiotikum, die Tablette wiegt 600 Milligramm, 500 Milligramm Wirkstoff, wenn ich die 500 Milligramm durch eine andere Substanz ersetze, dann ist das Risiko, dass sich die Realität anders verhält oder signifikant anders verhält als meine Placebo-Mischung nicht.
nicht zu unterdrücken. Man lernt natürlich dabei und findet gute Placebo-Mischungen, aber ja, das ist weit weg von perfekt, aber es reicht auch häufig, um in den richtigen Korridor zu kommen, um Einflussgrößen zu sehen, was passiert, wenn. Also man ist, glaube ich, nicht so weit, dass man das komplett im digitalen Zwilling entwickelt, die Prozessparameter einstellt, echtes Produkt reingibt in der echten Anlage und sagt, fahre los. Man muss es dann noch feintunen. Aber man kommt schon sehr, 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 sehr weit und spart sich sehr viele Versuche, sehr viel Zeit. Man kann ja auch in 3 Zeitzonen arbeiten, wenn da überhaupt Leute, Mitarbeiter dran beteiligt sind, weil man eben nicht in den physikalischen Limitationen einer Anlage irgendwo in Basel, Leverkusen oder Groton dranhängt. Zeit ist ein gutes Stichwort nochmal für mich. Abschließend möchte ich noch eine Frage, die aktuelle, jetzt schon eine ganze Weile aktuelle Situation rund um Corona uns mal mit reinbringt als Thema. Du hattest gezeigt, normalerweise Entwicklungsdauern von 12 Jahren für ein Medikament. Was beeinflusst diese Zeit? Oder andersrum, wie kommt es dazu, dass der Corona-Impfstoff so viel schneller entwickelt werden konnte? Ist das Glück? Nein, das Beeinflussen ist, ich hab auch gesagt, ein Pharmaunternehmen muss vorne etwa 10.000 Substanzen reinstecken, um eine zur Marktreife zu kriegen. Das heißt, was man tut, man macht die ersten Schritte mit 10.000, dann wartet man die Ergebnisse ab und schmeißt 5.000 weg. Dann macht man die nächste Stufe, schmeißt wieder 3.000 weg. Man versucht also so früh wie möglich auszusortieren. Und dieses absatzweise Arbeiten, ich mache einen Schritt, ich warte, ich mache dann einen weiteren Schritt, ich warte, das ist, was das alles so verzögert. Und was wir eben bei der Entwicklung der Corona-Impfstoffe hatten, wir hatten eine Plattformtechnologie, diese mRNA-Technologie wurde ja über Jahre entwickelt, um Krebsimpfungen zu machen gegen bestimmte Krebsarten. Von daher war man sehr weit, musste eigentlich nur noch das Zielprotein verändern, aber sonst war die Technologie bekannt. Und man ist ein enormes finanzielles Risiko eingegangen. Man hat all diese Schritte parallel gemacht. Man hat nicht gesagt, wir machen eine Phase 1, wir machen eine Phase 3, wir machen eine Phase 3. Nachdem wir die Ergebnisse von 1, von 2 haben, sondern man hat all diese Schritte parallel gemacht. Der Chef von Pfizer, der mit BioNTech zusammenarbeitet, hat gesagt, $1 billion is not going to kill us. Er hat $1 Milliarde, ja, riskiert, wie der Tesla-Chef in Brandenburg. Wenn er die Zulassung nicht kriegt, kann er im schlimmsten Fall seine Fabrik wieder abreißen. Die Pfizer-Leute haben viele, viele, viele Millionen Impfstoffdosen auf Halde produziert. Hätten die keine Zulassung gekriegt, hätten sie sie wegwerfen müssen. Also man ist dort eben große unternehmerische Risiken eingegangen und eben auch Staaten haben sich da finanziell exponiert. Also uns allen in Erinnerung vielleicht Donald Trump, Operation Warp Speed. Die US-Regierung hat da viele Milliarden US-Dollar rein investiert als Risikokapitalgeber mehr. Deshalb eben, weil wir nicht die ganzen Schritte sequenziell gemacht haben, sondern sie alle parallel gemacht haben. Aber sind alle Schritte gemacht worden, die man auch sonst gemacht hätte. Nur hätte es dann halt viele Jahre gedauert. Das ist die Erklärung dahinter. Spannend. Okay, wir sind schon etwas drüber, dann kommen wir damit zum Ende. Harald, vielen Dank noch für diese Antworten auf umfassende Fragen, die wir bekommen haben. Vielen Dank für deinen Beitrag zur Industrie Forward Expo und vielen Dank an euch, liebe Zuschauer, dass ihr wieder bei uns wart, dass ihr uns wieder Zeit geschenkt habt. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ja, auch von mir. Vielen Dank und auf Wiedersehen.